Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Project Hospital und wir sind mittendrin, mal wieder im Epidemie-Event, noch 6 Minuten und 9 Sekunden, aber 50% der Patienten haben wir bereits geheilt und es sieht so aus, aber wir wollen den Abend nicht vor dem Morgen loben, ne, oder den Morgen nicht vor dem Abend, so rum ist richtig, dass es vielleicht klappen könnte. Wir werden sehen. So, und Frank Fiebiger wartet auch auf seinen EG-Test. Ja, Junge, du musst halt warten. Wir haben ja schon viele, die hier da sind. Und wenn es dich nicht interessiert, dann gehst du halt wieder. Ne? Also, ich bin auf der Seite unserer Laborassistenten hier. Ist denn mit dir, Junge? Warte doch erstmal ab. So. Blutbild hat man eigentlich auch schon gemacht. Wir wissen noch nicht, was es ist. Ja gut, der wartet halt schon länger. Aber vielleicht bringt das ja was, was wir hier gerade machen. So, dann machen wir noch ein großes Blutbild hinterher. Das kann ja parallel laufen, in Anführungszeichen. So, und die serologische Blutuntersuchung machen wir auch noch. Great, gucken wir hier nochmal rein. Da gibt es nochmal ein Schmerzmittelchen. Hier gibt es eine ganze Menge. Dann gucken wir hier mal rein. Clara Pfeiffer sitzt im Labor. So, die ist auch ein Event-Mitglied, ne? 50%. Da hoffe ich, dass wir jetzt sie dann dementsprechend auch schneller bearbeiten können. Und auch sie schicken wir im Zweifel noch hier zur Untersuchung. Bei Clara haben wir bereits den blauen Haken angemacht. Die ist jetzt auf dem Weg irgendwo hin. Wahrscheinlich zum CT. Da gibt es noch eine Empfehlung oben drauf. Sonja Hermes kriegt hier ihren Hustensaft noch. Ja, und der Bluttest fehlt halt immer noch, aber ich hoffe mal, dass sie jetzt langsam mal aufgerufen wird. Hämatologielabor. Jetzt machen unsere Jungs hier natürlich erstmal Pause. Sie wurde befragt. Ja, okay, das ist jetzt alles nichts Wesentliches. Ne? Nagelpilz. Ja. Dann machen wir hier den CRP-Test natürlich noch. Nichts lieber als das. Und zum Schluss röntgen wir noch einmal. Jo, und dann habe ich hoffentlich gleich auch die 60 voll, sodass wir bei der Krankenkasse dann auch ja, endlich quasi 5 weitere Patienten pro Tag dazu bekommen. Derzeit sind wir nur bei 49 und wir waren schon mal bei 100. Durch den Wechsel und so weiter der Krankenkasse ist das alles wieder runtergegangen und das Krankenhaus ist ja mittlerweile echt groß. Wir haben 200 Mitarbeiter eingestellt und die fordern halt alle ihren Tribut. Und zwar in Form von einer Lohntüte, die sie alle irgendwie bekommen wollen. Wie immer wichtig, einmal durch die Patienten zu gehen, durchgucken, ist hier irgendwo einer mit dabei, der möglicherweise weitere Unterstützung benötigt? Nein, zumindest hier ist das gerade nicht der Fall. Das ist sehr erfreulich, dass sie Erfahrung gesammelt hat. Hier liegt einer. Lassa-Fieber hat er. Ansteckend, aber nicht hoch ansteckend. Mal nochmal abklopfen und abhören. Dann haben wir alles gemacht, was wir machen konnten. Hier der Mann in Gelb. Der wird hoffentlich gleich wieder besser aussehen. Aber leider ist es ja so, dass diese Krankheiten alle ein bisschen länger dauern, um ja, eine Genesung herbeizuführen. Und ich habe nur 15 Minuten Zeit. Jetzt haben wir nur noch 5 Minuten. Das heißt, 2/3 sind schon wieder abgelaufen und wir haben nur 50% geschafft. Kann natürlich sein, dass jetzt in den letzten 5 Minuten auf einmal der eine oder andere hier sagt, jo, ich bin fertig. Da haben wir schon ein bisschen was gemacht. Machen wir eine Sonographie und ja, die schicken wir, würde ich meinen. Auch einfach mal ins CT. Im CT dürfte ja jetzt mittlerweile wieder ein bisschen was los sein. Kommt ja vielleicht doch der ein oder andere Patient dann jetzt an. Bronchitis, na klar, komm,
Ja, und du gehörst wieder nicht zu den Patienten hier. Abklopfen Thorax. So, wir sind uns ja aber sicher. Also kriegt er das jetzt alles, der Manfred Weber. Ja, okay. Dann gehst du halt. Du hättest uns eh nichts weitergebracht. So, bleiben wir bei Manfred Weber. Sonja Hermes. Ja, das hätten wir dir ja noch gegeben. Dann gehst du halt auch. Zurück zu Manfred. Können wir da nochmal reingucken? Abgehört haben wir es. Abtun mal das abtasten. Ja. Und das dürfte dann Nummer 60 sein, eigentlich, ne? Wenn der gleich fertig ist, der Junge. Drei Minuten 40. Noch am Laufen. So, da gibt es das noch mit dazu. Siehst du, haben wir da noch was herausgefunden. Lohnt sich doch ab und zu noch mal mit reinzugucken. 60% abgeschlossen, 3 Minuten 24. So, Dr. Snu, gib Gas. Jetzt gibt es noch ein Rezept in die Hand und dann würde ich sagen, geht's ab nach Hause, oder? Ah, noch eine Temperaturmessung. Was ich alles mit den Jungs mache hier. Jo, hat aber nichts weiter gebracht. $575 für uns, ab nach Hause. 3 Minuten, noch 4 Patienten zu heilen. Sind wir nicht im Spezialistenmodus? Jetzt muss ich doch nochmal hier reingucken. Doch, wir sind im Spezialistenmodus. Also, geschafft. Er ist abgeschlossen. Der Auftrag der Versicherung. Das heißt, jetzt dürften wir auch demnächst 5 weitere Patienten zusätzlich bekommen. Und was kommt jetzt als nächstes? Jetzt bin ich verwundert. Jetzt bin ich gerade tatsächlich ein bisschen verwundert. Wieso haben wir jetzt 286.000 auf dem Konto? Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, warum denn? Was ist denn mit euch? Also da oben. Also in jedem Fall haben wir jetzt nochmal 200. Wow, es wird immer mehr. 286.000 auf dem Konto. Ich weiß jetzt nicht, wo das Geld gerade herkam. Mal wieder weiß ich es nicht. Andere 300.000 Lohn. Warum auch immer. Aber dann können wir mal ein paar Rückzahlungen tätigen. So, und schon haben wir noch 220.000 Miese. Das ist schon mal sehr erfreulich, weil wir dann nämlich nur noch 2.200 pro Tag bezahlen und das sollte dann auch schon mal wieder ein bisschen besser sein. Gut, 60%, wir haben noch 2 Minuten 16. Gehen wir mal gucken, was hier so los ist. Vielleicht war es auch eine großzügige Spende von irgendwem. Clara, Kind, was machst du für Sachen? Warum liegt sie denn da überhaupt rum?
eingewiesen, kollabiert. Genau, jetzt gibt es erstmal eine Infusion. So, dann machen wir ein EKG. Dann werden wir eine Blutdruckmessung machen, Blutabnahme. Blutdruckmessung habe ich gesagt. Dann werden wir eine Stuhlprobe nehmen. Dann werden wir diese Proben, serologische Proben, werden wir noch machen. Inspektion Mundhöhle, großes Blutbild. Ja, okay. Epidemieausbruch, verbleibende Tage 1. Genau, das ist das, was übrig geblieben ist von einem der anderen Versuche, die ich da so hatte. Was zur Hölle? Patient kann er lassen. Oh. Was machen wir mit Frau Schubert gleich, wenn es dann soweit ist. Nichtsdestotrotz schieben wir ihn jetzt erstmal rüber in die Chirurgie. Und dann gibt es die stationäre Aufnahme, Bluttransfusion, Blutabnahme, Urinprobe, Temperaturmessung, Abdominales abtasten. Genau. So, gehen wir jetzt mal Frau Schubert. $1200 für uns. Mach's gut. So, jetzt gehen viele Patienten. Das heißt, es gibt wieder Money, Money, Money. Ne? Wir sehen das von 80.000 hoch auf 100.000. Und nichtsdestotrotz haben wir nur noch 1 Minute und 40 Sekunden. Und keine Sorge, ich kaufe mir demnächst einen neuen Stuhl. Innere Medizin, was können wir noch fort? Ja. Diagnostik, das ist gut. Achso, dieser gegangen. Ist auch gegangen. Und wartet auf Spieler. Achso, sie wartet auf Spieler. Ja, was können wir denn noch machen? Wir warten auf die Ergebnisse. Gucken wir noch mal rein. Bluttest haben wir schon gemacht. Nee. Ja, schicken wir sie erstmal wieder auf die Rolle. Und wird aufgerufen. Bitte, bitte beeil dich. Einweise in Überwachungsstation. Ja, achso, er ist ja schon auf der Chirurgie, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss er nur noch drankommen. Nagelpilz, dann gibt's das und dann gehst du nach Hause. So, und hier wäre es eigentlich ganz schön, wenn die jetzt einfach mal alle behandelt werden würden. Ja, ich sehe bei 1 Minute 20, es wird schon wieder eng. Es klappt wieder nicht. Warum auch immer ich es nicht hinkriege, in diesen 15 Minuten alle Patienten hier zu behandeln. Zumindest hat uns die kleine Finanzspritze gerade ein bisschen gut getan. Ja, wo geht er jetzt hin? Wahrscheinlich auf die Station, Überwachungsstation. Ja, 8 versteckte Symptome, davon einige gar nicht mal so gut. Also, kannst du mir nicht sagen, dass es hier nicht genügend Ärzte geben würde, ne? Aber das sind die Chirurgen, die hier gerade rumlungern. Können wir denn hier noch irgendwo Ärzte einstellen bei den Chirurgen? So, mal ganz kurz die Perspektive wechseln. Wir könnten hier höchstens noch das Sofa rausnehmen. Oder den Drucker.
können wir weitere Menschen einstellen. So, gibt's das? Okay. Du bist aber auch kein Teil des Containers. Fieber messen werden wir. Dann machen wir natürlich einmal neurologischen Tests. Sehtest machen wir. CRP-Test, Blutdruckmessung, Überprüfung der Sprache. So, das soll erstmal langen. So, jetzt möchte ich, dass hier ein kleines Tischchen reinkommt, wenn ich es ad hoc finde. Kleines Tischchen, wo haben wir dich? Es ist wie immer, wenn man es braucht, findet man es nicht. Aber hier kommen wir dem Ganzen näher. Da, Gerätetisch. So, und jetzt brauche ich noch einen Computer. Wo war der? Der wird doch auch hier gewesen sein, oder? Computer. Na komm schon, Computer. Ein kleiner Computer. Kann doch immer nicht so schwer sein. Wo ist denn das schon wieder? Wahrscheinlich hier. Medizinische Ausrüstung gehört wahrscheinlich dazu. Oder auch nicht. Doch, da. Es ist natürlich der falsche Schreibtisch. Ja, es ist der falsche Schreibtisch. Es war ein netter Versuch. Aber jetzt müsste ich den Arzt natürlich erst wieder raushauen. Und da habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Man kann überlegen, ob man hier noch irgendwo ein weiteres Arztzimmer dazu baut. Hat man dich schon? Ja, dich hat man schon da drin. Ja, machen wir erstmal das jetzt. Ja, gucken wir nochmal rein, was können wir hier noch machen? Mikrobielle Kultivierung. Biopsie, das machen wir gerade. Bluttest, ja. Tja, wir werden es dir zeigen. So, 34 Sekunden noch und leider wird es wieder nicht klappen. Patient kollabiert. Herr Alsleben. Malaria. Na klar. Einweisung. Traumazentrum. Körperliche Untersuchung. Fieber messen. Blutabnahme. EGID-Proben. Malariamittel und Infusionen. Abhören. Abtasten. Joa, auf geht's. So, körperliche Untersuchung. Dann machen wir neurologische Tests. Ja, kann ja wieder alles Mögliche sein, ne? Röntgen gucken wir uns einmal an. Ja, und dann warten wir mal ab. So, was haben wir? 26 Sekunden. Also wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann passiert hier auch nichts mehr. Weil jetzt bei dieser Epidemie auf einmal nicht alle zu uns hier zur Epidemiestation ansteckende Krankheiten gekommen sind, sondern auf einmal alle zur Chirurgie. Ne? Ja, es muss ja so sein. Warum sollten die bei einer Epidemie auch zu ansteckenden Krankheiten kommen? Fragt mich nicht. Ne? Und die brauchen halt nun mal länger als 15 Minuten, um wieder gesund zu werden. Rudolf, Mensch, Junge.
Also mikrobielle Probe, künstliche Beatmung, Röntgen und MRT. Ach, der lag da im Blau, den haben wir übersehen. So, na dann gehst du halt. Das ist der dritte Patient, der heute geht. Also ist ja nicht zu fassen. Hier läuft doch irgendwas nicht rund. So, was mit dir? Da gibt es noch Magenmittel. Herr Berlusconi hat die Meniere-Krankheit. Da gibt es das. Dann einmal zur inneren Medizin. Stationäre Aufnahme. Körperliche Untersuchung. Jo, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Die innere hat nämlich nichts zu tun. Da dürfte so ziemlich tote Hose sein auf der inneren. Da können wir nochmal ganz kurz runter gucken. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Und da kommt sie wieder, die Meldung. So, Ansehen ist gesunken. Aber vielleicht waren das auch schlechte Vorzeichen, zumal wir immer noch diesen Malus haben durch den verbleibenden Tag hier in der Epidemie. Also, weil wir es ja das eine Mal nicht geschafft haben, haben wir diesen Malus ja bekommen. Da gibt es das. Hier wissen wir doch schon, was es ist. Also auf zur Chirurgie. Einmal das. Dann bitte die Überwachungsstation. Das Blutabnahme und auf geht's. So, dafür kann Joachim Tell entlassen werden. Leider zu spät, Mio. So, und auf den Schock muss ich mir jetzt leider erstmal irgendwie einen Schluck Wein eingießen. Ihr entschuldigt mich. Es hilft alles nichts. Ist so ein kleiner Schluck, keine Sorge. Aber Blut im OP-Saal, blutroter Rotwein, ja, wir passen uns ja an, ne? Und so also langsam aber sicher muss ich auch anfangen zu trinken, wenn ich das hier noch weiter überstehen möchte. Körperliche Untersuchung, neurologische Tests. Ja, warten wir mal ab, was da rauskommt. So. Wir haben jetzt zumindest erstmal wieder genügend Geld. Das heißt, jetzt können wir auch erstmal ein bisschen abwarten. Naturkatastrophe können wir jetzt nochmal machen. Das haben wir ja geschafft beim letzten Mal. Und das spült ja zumindest ein bisschen Menschen hier rein. Wir haben ja auch jetzt gerade tagsüber. Das heißt, viele Menschen, die auf bestimmte Dinge warten. Aber auch nicht so lange, weil wir nämlich viele Menschen in der Tagschicht haben. So. Sehtest machen wir. Ja, komm, mach weiter. Nee, Ohrenuntersuchung wollte ich nicht machen. Ich wollte eine Augenuntersuchung machen. Da. Und dann machen wir hier natürlich noch einmal die, wenn ich sie finde, mikrobielle Probe. Gut. Abgeschlossen. Was haben wir denn bei ihr gemacht? Überprüfung der Sprache zuletzt. Ja, gucken wir da schon mal rein. Blutabnahme. Jo, so. Also das Renault-Syndrom. Renault. Gibt's das und das? Happy Life. Und dann kannst du danach nach Hause. Vermute mal, das wird hier irgendwie Verengung der Blutgefäße. Genau, 10 drauf von Minderung durch Blutung. Ja. Dann gehst du danach nach Hause. So, einen haben wir. Na, also die Wartezimmer, die waren hier schon mal deutlich voller. Ne? Also alle Wartezimmer, die wir hier hatten, die waren mal proppenvoll. Sind sie jetzt leider nicht. Derzeit 33 Patienten unbehandelt. 3 sind gegangen und 49 insgesamt stehen an. Ja, ich habe immer noch ein paar infizierte Ärzte. Die bewegen sich natürlich ein bisschen langsamer als andere.
machen einfach nochmal eine Naturkatastrophe, oder? Oh, wer ist da? In Rot? Einer? Gibt's das? Körperliche Untersuchung, du wirst bitte schnellstmöglich zur Inneren, genau. Abklopfen Thorax, Überprüfung der Sprache, Einweisung auf die Überwachungsstation. Alle, alle. So, und beim Rest gehen wir jetzt tatsächlich zur Naturkatastrophe. Wobei ich auch Unfall könnte ich mir vorstellen, aber da muss ich vorher nochmal bei der Chirurgie vorbeigucken. Na, wie sieht's aus bei euch? Doch, eigentlich ganz gut. Wollen wir mal ein Unfall-Event machen? Komm, wir machen ein Unfall-Event. Maike. Auch Maike kann nach Hause. $220 für uns. Mach es gut. So, in einem Hochhaus in einem Wohnbezirk ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute und Polizisten sind damit beschäftigt, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Dein Krankenhaus sollte sich auf eine hohe Anzahl an Patienten mit Verbrennung vorbereiten. Ja gut, die haben wir jetzt natürlich nicht, die Station für Verbrennung, ne? Wo sollten wir die auch herhaben auf einmal? Jetzt können wir die natürlich noch bauen, hier. Traumatologie, meine ich, hat was mit Verbrennung zu tun, ne? Aber da müsste man mal reingucken, was die denn hier überhaupt wollen. Natürlich wieder sowas. Dann das Ganze wieder. Wieder Kardiografiebereich. Verbrennungsstation. Können wir mal ganz kurz reingucken, was denn hier die... Nein. Was denn die Vorlagen sagen, wie teuer diese Teile sind. Da, Traumatologie. Bereitschaftsraum. Das geht sogar noch. Aufenthaltsraum geht auch noch. Schwesternzimmer, ja. So, Verbrennungsstation. 45.000. Boah. Und da brauchen wir noch eine Überwachungsstation für 32.000. Diagnosestation. Ja, das können wir uns, glaube ich, noch nicht leisten. Oder wir müssen wieder einen Kredit aufnehmen. Wieder 200.000 dazu. Dann können wir uns das leisten. Ist die Frage, ob wir uns das leisten wollen an der Stelle. Ich gucke lieber erstmal noch hier rein. Was passiert hier? Komm, abhören können wir noch machen. Er hier. Jo. Ist rot tatsächlich. Und er hier ist auch rot. Ja, ich befürchte, dass ich den Großteil von denen einfach wieder abweisen muss, weil... Was soll ich machen? Was mit ihr? Ah, die ist fertig, Frau Mackensen von Mackensen. So viel Zeit muss sein. So, da gibt's das. Ab zur Inneren. Manidosen. Ist schon wieder gelb. So, alle meine Krankenwagen verschwinden. Was wiederum bedeutet, dass die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schockräume gleich gut ausgelastet sein werden. Sehr gut, Katrin Kruse oder Krause. Das ist doch genau das, was wir brauchen. So, da kommt wer in Rot. Eingewiesen, Dieter Bruder. Ich dachte gerade Bohlen, nein. Bruder. So, körperliche Untersuchung. Ach, die können wir auch einfach auf die ITS schicken. Das ist gut. EKG. Kohlenmonoxidvergiftung. Innere, ja. Katzenkrankheit, sehr gerne. Dann schicken wir dich auch zu ansteckenden Krankheiten. Dann gibt es das und die stationäre Aufnahme. Das ist ja nicht ansteckend, ne? Also hoch ansteckend, zumindest nicht körperliche Untersuchungen machen wir noch. Versteckte Symptome brauchen wir auf jeden Fall. PCR. EKG in der Reihenfolge. Und du wirst bitte so behandelt, wie sein muss. Achso, das ist ein Feuerwehrmann. Na, jetzt geht doch mal alles. Hat sogar noch die Uniform an. Ja, was... Wer weiß. Vielleicht baue ich ja auch gleich noch die... Station. Aber hier sehen wir es auch. Also 12 Minuten haben wir Zeit und wir müssen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Patienten, also 10 insgesamt, wie immer, heilen.
Dafür müssen die aber auch erstmal kommen, ne? So, eigentlich ist das alles was für die Chirurgie. Und dann schicken wir sie auch direkt schon mal hin. Stationäre Aufnahme, Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel. Machen wir das noch. Fertig. Auch das Renault-Syndrom. Dann gibt es das. Und dann geht es auch für dich nach Hause. So, da kommt der nächste. Noch ein Feuerwehrmann. Gut, körperliche Untersuchung. Thorax. Dann bitte einmal Mundhöhle. Dann bitte schön CRP. Fast, ganz wichtig. Und dann gucken wir mal. So. Abteilung kann keine Diagnose für Patientin erstellen. Daniela Blumberg. Gehört die zu uns irgendwie? Nein. Da gibt es zumindest schon mal das. Eingewiesen und behandelt. Gucken wir uns die Frau mal an. Die liegt hier vorne. Ist weiß. Anämie hat sie. Ist unterdrückt. Ja, Chirurgie. Und ansteckende Krankheiten. Ich würde sagen, wir schicken sie einfach mal zur Chirurgie. Und dann machen wir die Gastroskopie. Und gucken mal, was passiert. So, Ruhe können wir schon mal verschreiben. Dann werden wir natürlich einmal Fieber messen. Dann brauchen wir noch eine Urinprobe. Wenn er den kann, ansonsten wird gezapft. Übelkeit, viel versteckte Symptome, doch lebensbedrohlich, irgendwas dabei. Neurologische Tests machen wir noch. Abdominales Abtasten auf jeden Fall, da gucken wir nochmal rein, da gucken wir nochmal rein. EKG, EGIT, dann gibt es das schon mal dazu. Da kommt noch wer in grün. Einmal drauf gedrückt. Körperliche Untersuchung. Dann werden wir auch hier ganz kurz Fast durchführen. Gucken wir uns das Herz noch eben an. Urinprobe bitte. Abhören. Fieber messen. Und so weiter. So. So, wo ist er denn? Wartet auf Spieler. Das könnte ich sein. Und das ist hier vorne der Fall. Haben wir denn schon die obligatorische Stuhlprobe gemacht? Ich würde sagen, nein. Kommt das so als nächstes? Machen wir eine Urinprobe. Und dann gucken, was passiert. Tja, meine Lieben, und das soll Folge 101 gewesen sein. Im neuen Event. Diesmal ein eingestürztes Hochhaus mit Brandopfern, die wir bislang zum Glück noch nicht hatten. Und noch 9 Patienten, die wir letztendlich... okay. Welcher Trottel hat denn das gemacht? Ja. Da könnte ich schon wieder ausrasten, ne? Also, da sagt einer Covid und dann dabei ist es eine Pneumonie. Und deswegen geht es dem Jungen auch nicht so gut. Okay, also, es bleibt dabei. Das war Folge 101. Wenn es euch gefallen hat, bitte unterstützt meinen Kanal und mich dabei. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne eure Kommentare und ja, dann sehen wir uns wieder mit dem Patientin oder der Patientin, die hier angerauscht kommt. Günther Neumann, könnte Mann sein. Und zwar in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.